Aktuell allein. Darko kommt hoffentlich später hinzu. Wir haben, wie gesagt, offscreen Datacrons versucht zu holen. Das ist das Einzige, was wir holen konnten. Für mehr hat es leider nicht gereicht. Was ich ein bisschen schade finde. Gegen die möchte ich nicht kämpfen. Wir machen in den Quests weiter, würde ich sagen. Ich glaube, hier dürfen wir gleich kämpfen. Oder auch nicht? Das ist sehr schön. Zwei Datacrons fehlen uns noch. Da hat irgendwie die Internetseite nicht hingehauen, weil dort, wo wir die hätten finden sollen, haben wir sie nicht gefunden. Was allerdings auch nicht schlimm ist. So, wir müssen einmal dahin und einmal dahin. Das heißt... Aufzüge. Erste Mal das Wichtigste. Welches nehme ich denn? Heute nehmen wir den hier. So, dahin. In der Zwischenzeit tapp ich doch noch mal ganz kurz raus. Es läuft alles perfekt. Kann man gleich noch ein bisschen was verkaufen hier. Warten Sie die Untersuchung und Produktvorschläge ab. Weg damit, weg damit, weg. Alles weg. Alles, was oben ist, kommt weg. So, wir haben wieder 42.000. Sie sind einsatzbereit. Nice, nice. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Jetzt möchte ich gern da runter. Ach, ist die Steuerung wieder ungewohnt hier. Wo müssen wir hin? Ich glaube geradeaus dahinter. Ist das richtig? Was? Warum? So schnell stirbt niemand. Sag mal. Kämpf. Wow. Kira, kommst du klar? Ja, alles klar. Das Kira allein ist klar gekommen. Na dann, ich weiß gar nicht, bei welcher Quest wir hier gerade sind. Ach, bei der hier Gefängnisausbruch. Okay. Da sind wir beim Gefängnisausbruch. Das war's schon? Okay. Sag mal, Kira. Verbannen wir das Imperium auf Balmorra aus dem Gefängnisgeschäft. Ja, hier los, Schaden. Nice. So soll's sein. Wir müssen dahin. Aber ich will die Bonus-Quests heute tatsächlich mal mitnehmen. Die würde ich heute gerne mal mitnehmen. Hier. Kira, den überlasse ich dir. Oh,
Und keiner lässt Loot fallen. Oh, wow. Warte mal. Da fehlen aber noch welche. Und wieso kann ich die hier nicht freilassen? Ne, ich hinterfrag's nicht. Das funktioniert nicht. Ihr braucht einen Extraktorausweis, um den Aufzug zu bedienen. Macht euch keine Gedanken um den Aufzug. Sagt mir, wie man die Zelle öffnet. Verschwindet hier, solange ihr noch könnt. Die Extraktoren können jeden Moment zurück. Ist euch die Lust am Reden vergangen, alter Mann? Anscheinend haben wir ein Sicherheitsproblem. Ja. Und mehrere neue Gefangene. Ich kann da jetzt auch gerade wenig machen, Jace. Ich streame gerade. Ja, ich schreibe eurer Mutter kleine Namen, okay? Dann mussten wir um die Ecke gehen. Ja, ich schreibe eurer Mutter, okay? Okay, ich schreibe dir dann gleich nochmal, Jason. Es tut mir leid für die Unterbrechung. Ich muss ganz kurz was machen hier. Denn meine Kinder stehen vor verschlossener Tür bei meiner Ex. Und das ist ein No-Go. Mann, ey. Kann da echt nicht sein. Sorry für die Unterbrechung, auch sorry bei YouTube für die Unterbrechung, aber das es geht um meine Kinder, es ist wichtig. Oh, bin mal gespannt. Angriff minus 10. Aber alles andere wird ein bisschen erhöht. Als nehmen wir natürlich die hier erst einmal. Die Extraktoren sind tot? Ihr habt uns gerettet. Ich kann es kaum glauben. Ich muss noch mal ganz kurz antworten. Das kann doch nicht. Ach, Mann, ey. Meine Ex, ganz ehrlich. Ich frag mich, warum? Wieso? Ich bin auf der Suche nach Dr. Mann und Dr. Ortiz. Nicht, ja. Arbeiten an einer sehr wichtigen Waffe. Aber das kann nicht sein, dass Kinder vor verschlossener Tür stehen. Ich erinnere mich an Sie. Sie sind Wissenschaftler, oder? Niemand hat Sie mehr gesehen, seit Sie nach unten gebracht wurden. Ich weiß, dass Lieutenant Wekaner selten die Befragungsräume auf der unteren Ebene verlässt. Die wertvollsten Gefangenen hat er immer in seiner Nähe. Hier. Nehmt den Ausweis des Extraktors. Wenn ihr noch jemanden befreien wollt, müsst ihr dazu auf die untere Ebene. Geht zum Außenposten der Republik und meldet euch bei Ves Durga. Er wird euch helfen. Ich verschwinde jetzt, bevor noch mehr Extraktoren auftauchen. Viel Glück. Dann, da
Na dann. Bis die Nachricht meiner Ex eintrifft, können wir noch eine Runde kämpfen hier. Jeder, der mich kennt, weiß, meine Kinder gehen vor. Und da gibt es noch mal eine kurze Unterbrechung im Stream, in der Aufnahme. Wow. Na komm, kämpf doch mal. Loot. Wow, da hängt das mal fest. Kann ich euch befreien? Anscheinend nicht. Wow. Ja. Sag mal, du sollst ihn auch anvisieren, Dulli. Oh, Kira, du bist echt gleich da unten hier. Warum mal? Ah ja, sie war angeblich unterwegs. Das kennt man ja von ihr. Da war wieder ein Pimmel wichtiger als alles andere. Wenn man mal Kinder an erster Stelle zu stehen, hat mir irgendein Schniedel. Das versteht die Frau einfach nicht. Mission erledigt. Die erste. Was soll ich zerstören? Konfrontiere Leutnant WK, zerstöre die imperialen Befragungsdruiden. Dann haben wir doch schon einen down geklatscht. Da hinten müsste noch ein Befragungsdruide sein. Das da. Hey, geblitzt ihn. Kein Loot, doch hier drüben. Schon wieder so eine Maske. Ernsthaft? Nee. Nicht nochmal.
So. Ja, man sollte hingucken, was man macht. Idioten! Hat keiner von euch daran gedacht, einen Eindringling zu stoppen? Oder verteilen wir etwa Einladungen? Egal, ihr werdet meine Arbeit bei der Stabilisierung Balmoras nicht stören. Hier. Nennt diese Folter, wie ihr wollt. Das hat jetzt ein Ende. Ich muss die Ordnung wahren. Furcht nimmt den Mut zur Rebellion. Egal, ob ihr wegen eines irregeleiteten Versuchs hier seid, diese Kriminellen zu retten oder die Interessen der Republik verfolgt, ihr werdet keinen Erfolg haben. Das Korinth-Gefängnis und alle darin dienen dem Imperium. Sie leben dafür und sie sterben dafür. Lasst die Gefangenen frei, dann könnt ihr gehen. Und planetenweite Unruhen bewirken? Kein Wunder, dass die Republik zerfällt. Entwaffnet den Eindringling. Lebend, wenn es geht. Tod als Exempel. Ach, komm. Gab's denn da? Ich guck's mir gleich an. Geht gleich weiter. Na, ich tue es mir dann an. Ja, und ja, Angriff geht aber wieder flöten. Nee. Das da muss ich jetzt anklicken. Dr. Mellon? Dr. Ortis? Dr. Ortis. Lasst mich einen Moment Atem schöpfen. Ich dachte, dieser Kampf endet nie. Vergebt ihm. Die ganze Sache war traumatisierend. Dr. Mellon, zu Diensten. Ich fasse es nicht, dass ihr all das auf euch genommen habt, um uns zu retten. Danke. Man hat mir gesagt, ihr hättet den Sperrer entwickelt. Ich hoffe, das stimmt. Das Imperium hat uns wegen des Sperrers eingesperrt. Und jetzt befreit uns die Republik. Ich glaube, ich weiß, weshalb ihr hier seid. Der Sperrer ist eine unglaublich komplizierte und gut geschützte Waffe. Zum Glück wurden die Entwürfe beschlagnahmt. Wir können mit Lieutenant Vegas Referenzen die Sicherheitssysteme umgehen und an diese Daten kommen. Danach werden sie natürlich gesperrt, aber wir haben, was wir brauchen. Kann man mit der Umgehung noch etwas bewirken? Die Gefängnisabläufe verändern, die Sicherheitseinstellungen? Nichts, was uns im Moment weiterbringt. Wir könnten die Daten in einen Stift speisen, der der Republik die Kontrolle über den Sperrer garantiert. Moment! Was ist mit all diesen Gefangenen? Ihr habt vielleicht alles vergessen, was wir hier gesehen haben, Doktor, aber ich nicht! Das ist unsere Chance, diesen furchtbaren Ort zu zerstören. Wir müssen mit der Umgehung die Leute befreien. Was den Sperrer betrifft, da werden wir eine andere Lösung finden. Das Korinth-Gefängnis hat genug Leid gebracht. Ihr habt mit einem Handstrich vielleicht die Republik verdammt. Der Dank tausender Gefangener sollte dafür entschädigen.
Die Umgehung hat funktioniert. Alle Sicherheitsfelder im Gorinth-Gefängnis sind ausgefallen. Wir sollten zu einer Fähre. Dr. Mellen und ich werden unser Bestes geben, um einen Sperrerstift zu erstellen. Danke. Ja. Hammer. Das haben wir erledigt. Wo müssen wir denn jetzt hin? Dort hin. Na, ganz ehrlich, dann nutzen wir aber die Schnellreise. So. Ich würde mir halt jetzt gerne Sprachnachricht von meinem Kind anhören. Aber das muss dann doch noch mal kurz warten. Ugalungas ut Tirmu Nulu Uma. Haben Dr. Mellen und Dr. Ortis es geschafft? Gahal Ravul Asjon Ujuet Untumata. Juguhu Susa Haga Nuexa Nunsa Bahala. Ich bin froh, dass ihr zurück seid. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Dr. Mellen und Dr. Ortis haben den Sperrerstift erstellt. Er ist aus dem Gedächtnis zusammengestückelt. Also können sie für nichts garantieren. Wir hätten ihre Forschungsunterlagen wirklich gebrauchen können. Es ist schwer, ein Gefängnis voller Unschuldiger zu ignorieren. Ihr habt den größten Teil des Gefängnispersonals eliminiert. Wenn wir den Sperrer gehabt hätten, hätten sie nicht lange auf Rettung warten müssen. Ich hoffe nur, dass der Stift funktioniert. Der Sperrer könnte für immer ein weiteres Telos oder Tares verhindern. Die Republik muss die Kontrolle darüber gewinnen. Wir sind bei unseren Plänen auf ein kleines Problem gestoßen. Wir konnten keinen Kontakt mehr mit Dr. Kasiri aufnehmen, dem Informanten, der dies alles in Gang gebracht hat. Vermutet ihr, dass das Imperium ihn entdeckt hat? Dr. Kasiri ist brillant. Aber ich bezweifle, dass er viel Erfahrung damit hat, seine Spuren zu verwischen. Das Imperium zieht seine Truppen bei der Balmoranischen Waffenfabrik zusammen. Ab jetzt wird es ein Kampf. Wir müssen weitermachen, ob mit oder ohne Dr. Kasiri. Mein Techniker Lem Karna hat daran gearbeitet, den Sperrer zu orten. Er wartet beim Sundari-Außenposten auf euch. Sagt Lem, dass ich so schnell wie möglich dort sein werde. Ich versuche weiter, Kontakt zu Dr. Kasiri aufzunehmen. Ich sage euch Bescheid, wenn ich von ihm höre. Madin, Ende. Okay. Jo, ich mute mal ganz kurz mein Mikro und höre mir ganz kurz die Nachricht an. Blinkt heute die ganze Zeit nur auf. dahin. Was? Oh, wow. Erinnerung, mechanisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten vorgesehen. Wir gehen erstmal dahin. Passen Sie auf sich auf. Habe ich jetzt das Mikro eigentlich wieder angemacht? Ja, habe ich wieder angemacht. Sehr schön. Dude.
Geht gleich weiter. So, wird gleich vibrieren hier wieder bei mir. Wo da? Dahin. Wieso werden mir hier zwei Sachen angezeigt? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Aber ich glaube, hier oben ist noch irgendwo was. Okay. So. Hierhin. Ich suche Lem Kana. Ihr habt ihn gefunden. Und das ist auch gut so. Denn jetzt könnt ihr mir das hier abnehmen. Das ist der Sperrerstift. Kommander Madin hat ihn geschickt. Eure Aufgabe ist es, ihn einzusetzen, um die Kontrolle über den Sperrer zu erlangen. Meine Aufgabe ist es, ihn für euch zu finden. Ich schätze, es gibt noch kein Wort von Dr. Kasiri? Keinen Pieps. Deshalb habt ihr es mit einem alten Techniker wie mir zu tun. Man braucht eine Menge Energie, um eine Flotte zu zerstören. Ich kann sie zurückverfolgen und den Sperrer so lokalisieren. Aber das Imperium hat überall auf dem Schlachtfeld energiefressende Apparate. Solange sie aktiv sind, bekomme ich kein klares Signal. Versteht ihr? Wohin soll ich mich begeben? Das Imperium hat seine ganzen Streitkräfte hier versammelt. Die Republik tut, was sie kann, aber ihr müsst durch eine ganze Armee. Passt auf euch auf. Schaltet alles aus, was das Imperium am Laufen hat. Und hängt diesen Energiemonitor an ihre primäre Sensoranlage. Dann findet ihr eure Waffe. Ja. Wenn das Imperium vorrückt, zieht euch zurück. Ich kümmere mich darum. Ich war Fronttechniker in der Schlacht von Botawi. Das ist kein Problem. Sobald ich den Standort des Sperrers erfasst habe, melde ich mich bei euch. Passt auf euch auf da draußen. Ich denke mal, das werden wir schon irgendwie gebacken kriegen. Vor allem, wenn es gegen eine ganze Armee geht. Haha. Hey, Fahrstuhlfahrt. Ernsthaft. Mann. Bum. So, umgefahren. Du bist nach da. Hey, waren wir da nicht schon mal? Warte mal, mach mal Autofahren an. Hey, da waren wir doch schon. Stimmt, da hinten war dieses eine Datacron, was auf republikanischer Seite angezeigt wurde, aber wo man irgendwie nicht rankommt. Das ist ganz seltsam. Deaktiviere die Störsender, deaktiviere Verteidigungsschildgeneratoren. Ach, die Dinger hier bestimmt. Ja, und natürlich läuft jemand rum. Natürlich läuft hier noch was rum. Eins? Hier war doch noch eins. Hä? Hier waren noch zwei nebeneinander. Bin ich jetzt so bekloppt?
Wer weiß. Alle die Dinger muss ich auf jeden Fall hier machen. Und die anderen dann bestimmt da hinten. Oder das hier ist sowas tatsächlich. Na dann. Oh, der war ja lieb. Der war ja gut. So. Zwei. Loot? Loot. Der tut gut. Ich brauch Money. Money, Money, Money. Das guck ich mir mal so ein Ding hier an. Nee, das ist es tatsächlich nicht, lul. So. Da, wieder taufrisch. Oh, hier ist sogar ein Ziff dabei, lol. Erstmal ausschalten, oder? Genau. Und jetzt ist der Ziff dran. So. Ey! Hör auf mich zu schießen! Kleiner Orschi. Da unten ist noch eins. Ah, wie viel stehen da rum? Ja. Kann ich das hier nicht gleich wieder anklicken, bevor die respawnen? Das wäre geil. Ach komm, lass mich runter. Du hast da eh keine Chance gegen mich. Siehste? Und schon bist du down. Und ich häng fest. So, Loot. Meine. Ist gar nicht so ein Teil. Oh. Sauber. Ist doch nicht anzugreifen. Hörst du auf mich anzugreifen? Vier? Muss man trotzdem noch eins machen. Da müssen wir ja trotzdem noch eins machen hier. Ich hoffe, dass da hinten ist wieder ganz... Dass wir das jetzt nochmal schnell anklicken können. Natürlich nicht. Ist gerade eine kleine Verarsche. Sonst gehen die doch, kann man die doch hintereinander weg im Anklicken. Das auch nicht. Boah, jetzt fühle ich mich gemobbt. Jetzt fühle ich mich gemobbt. Hallo, lässt du mich mal los? Danke.
So, wenn du mich gewürgt hast, musst du sterben. Und bei mir fahren sie wieder. Wow. Okay, und die sind jetzt da hinten. Dann sind das diese fetten Kanonen. Tatsächlich. Ja, wie lange bin ich denn dabei? 36 Minuten? Na, da. Go. Länger als eine Stunde wollte ich nicht vor dir online sein und off-streamen. Wird Zeit, dass du mal kommst hier. Hoch hier, danke. Es sind nicht die Kanonen. Das sind fette Hülsen, ey. Holy shit. Was ist das denn? Ach, das sind die Dinger. Ah. Cool. Hey, lass mich hoch. So. Stark in der Macht. Und. Kann ich? Ich kann's anklicken. Skadoosh. Jetzt zum Wartungsgedöns. Das ist wo? Das ist da unten. Okay. Hui! Keine Sorge. Installiere den Energiemonitor. Hier. Bumm. Auch wenn das nicht gerade wirklich viel abgezogen hat bei dem Typ hier, dem Druiden. Heugol. So, Loot. Loot. Loot tut immer gut. Wo muss ich denn jetzt hin? Und da runter. Ach, hier. Guck an. Gute Arbeit. Das Signal kommt glasklar herein. Der Großteil der Energie geht an den Verwaltungskomplex der Balmoranischen Waffenfabrik. Der Sperrer muss dort sein. Ein jo. Verwaltungskomplex klingt nicht sonderlich bedrohlich. Seid euch nicht zu sicher. Vermutlich stehen jede Menge Sicherheitskräfte zwischen euch und dem Sperrer. Ich habe hier Commander Madin für euch. Falls wir uns nicht mehr sehen, nun, um Balmoras Willen hoffe ich, wir tun es. Offenbar haben wir beide hart gearbeitet. Ihr habt den Standort des Sperrers, ich habe Dr. Kaziri. Das ist auch gut so. Das Sperrerlabor wird unglaublich stark verteidigt. Die Befreiung der Gefangenen aus dem Gorinth-Gefängnis muss das Imperium in Schrecken versetzt haben. Sie drängen stark auf die Fertigstellung der Waffe. Das Imperium hat Darth Minax zu unserer Aufseherin ernannt. Sie war zuvor schon eine Sklaventreiberin. Aber jetzt... Jede kleinste Verzögerung ist Grund zur Exekution. Sith sind tödlich und unberechenbar. Seid vorsichtig. Sie ist ein lebendiger, rothäutiger Sith-Albtraum. Ohne ihre Forschungen hätten Dr. Mellen und Dr. Ortis unseren Fortschritt nicht vorausahnen können. Es fehlen noch einige wichtige Schritte, damit ihr Hack funktioniert. Sieht aus, als hätten sie eure Erfahrung brauchen können. Niemand hätte so weit kommen können wie die Entwickler des Sperrers. Ich kann euch nur noch ein kleines Stück weiterbringen. Geh ich nicht ran. Ich hab gesagt, ich schiebe gleich nicht ran bei der alten. Subsystemsteuerung ein, dann am Hauptenergiekern. Dadurch habt ihr volle Kontrolle, wenn ihr ankommt. Ey, diese Frau noch. Keiner wird vergessen, was ihr für Balmora getan habt, Doktor. Ich habe nur getan, was jeder Balmoraner getan hätte. Ich kehre besser zurück, bevor der Alminax zur Kontrolle kommt. Ich hoffe, wir treffen uns bald persönlich. Das war's. Folgt Dr. Kaziris okay, Anweisung und begebt euch zum Sperrer. Ton ist aus. Madin, Ende. Ruf in 20 Min an, da hab ich Stream Pause. Ganz einfach, du nervst nämlich gerade, Frau.
Das kann doch nicht wahr sein, ey. Ich werde jetzt wegen dieser Frau nicht vorzeitig in die Pause gehen. Das Ganze knicken. Gehe ich jetzt eigentlich richtig? Ne, ich muss da hinten lang. Entschuldigung für das Störgeräusch. Das war mein Festnetz und ich habe vergessen, den Ton auszuschalten. Aber man hört ja auch Krankenwagen und alles vorbeifahren, also von daher. Ich denke mal, man kann es mir verzeihen. Spätestens in 10 Minuten würde ich dann mal in die Pause gehen. Die ruft jetzt echt dauerhaft an. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, die weiß nämlich, dass die jetzt Scheiße gebaut mit den Kindern. Und die weiß, dass man das gegen sie verwenden kann. In Sachen Jugendamt und so weiter. Aber da will ich jetzt hier nicht eingehen. Das ist Schnurzpieps. Sage mal, hier musste ich doch gestern rein und hier gab es auch dieses Datacron. In dieser kleinen Ecke, wo Missionsgrütze war, wo wir einfach nicht weitergekommen sind. Keine Sorge. Sag mal, kann das sein, dass ich da jetzt halt zum Datacron komme? Gegen wen muss ich kämpfen? Gegen den da. Loot, Loot tut immer gut. Ja, das war genau hier. Hier oben sollte man lang und da ist man aber nicht lang gekommen. Das wurde mir nämlich so oft gezeigt auf republikanischer Seite. Es kann sein, dass wir dann eventuell heute irgendwie durch die Quest und so und mal schauen. Ja, natürlich musst du mich wieder sehen. Du stehst mit dem Rücken zu mir. Willst du mich sehen, wenn du mit dem Rücken zu mir stehst, du Hund? Meine Güte! Oh, ja, okay. Der stand auch mit dem Rücken zu mir. Wie konnte der mich sehen? Gerade am Festnetz auf den Sack. Sag mal, fällst du jetzt endlich mal um? Meine Güte! Blaster. Da gab's einfach bloß einen Blaster. Keine Sorge. Kann ich? Ich kann! Bounce! Und hinterher! Bounce! Und tschüss! So, eins erledigt. Aber warte mal. Eins erledigt? Da steht 0 von 3. Lol. Ist das buggy? Da komme ich nicht lang. Ich muss natürlich hier lang. Oh, da ist ja noch was. Oh, und das sind bestimmt die Hilfssteuerungen, oder? Ah.
gucken. Nö. Hä? Okay, da gibt's nichts zum Anklicken. Gibt's hier was zum Anklicken? Nö. Gibt's hier oben was zum Anklicken? Och, komm, ihr habt mich nicht gesehen. Schnell stirbt niemand. Aber hier oben gibt's auch nichts, dann muss ich halt in den nächsten Raum. Dann machen wir das halt so. Ich verstehe das nicht. Ah, okay, die sind weg. Alles klar. So, und hier da oben, wo dieses Ding dort ist, da sollte man reinkommen für Stardacron und ich komme da einfach nicht mehr rein. Das ist gesperrt. Das ist ein Missionsbereich. Ah, hier muss ich hin. Okay. So. Haben wir das? Und jetzt... irgendwas da oben. Okay. Nee, warte mal, nicht da, doch da oben. Ach nee, ach bin ich bescheuert, hier wird das ganze Gebiet angezeigt. Irgendwas deaktivieren, aber was? Hilfssteuerung. Das heißt, es müsste eigentlich alles hier oben sein. Ja, war klar. Ich würde mal interessieren, warum ist dort das eine Ding so frei zugänglich? Kommt man da zufälligerweise? Man kommt hier drauf. Lol. Boah, hier hätten sie ein Datacron verstecken können. Und nicht da oben drinne irgendwie. Aber ich muss jetzt... was soll ich denn jetzt hier kaputt machen? Das verstehe ich nicht ganz. Da fährt ein Kran. Ich glaube, das ist es nicht. Der einfach nichts mitnimmt. Wow. Ich verstehe nicht so recht, was ich jetzt hier machen soll. Hinten ist... das hier hinten ist eine Hilfssteuerung. Alles klar.
1, 2. So, wo ist Nummer 3? Müsste eigentlich hier oben sein. Also man könnte auch hier oben die Dinger nehmen, hoffentlich. Diese hier. Yo. Nice. Hallo? So. Deaktiviere den Energie. Jetzt müssen wir dorthin. Okay, das machen wir aber gleich. Ich mache jetzt erstmal das Päuschen.